Guten Morgen, Leute, mal wieder aus dem Auto. Und herzlich willkommen zu Vlog 142. Irgendwie ist das Licht noch so hell. Ja, ich fahre auch die ganze Zeit so mit zusammengekniffenen Augen. Willst du meine Sonnenbrille? Nee, jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt, danke. Kennt ihr so Leute? Oh, ich habe eine fancy Sonnenbrille, schon mal. Alle fragen mich immer danach. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Nein, ich würde sagen, kennt ihr so Leute, die in geschlossenen Räumen immer mit Sonnenbrille rumlaufen, so früher? Ich weiß nicht, ob das überhaupt heutzutage noch ein Ding ist, aber früher in Discos war das häufiger mal so, so ein Trend. Das ist besonders dunkel. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist diese Zeit auch schon längst vorbei. Ich war lange nicht mehr in der Disco. Ja, ja, wir sind fortgeschrittenen Alters. Fortgeschrittenen Alters. Aber ich fühle mich heute eigentlich mehr, als wäre ich 15 oder so, denn, boah, Überleitung, ich bekomme heute meine Zahnspange. Ich bekomme die heute nur unten, falls ihr den Vlog, in dem ich das alles erklärt habe, verpasst haben solltet. Ich lasse ihn euch in der Infobox, dann könnt ihr schauen. Das ist halt cool, so viele, hat mir zumindest die Kieferorthopädin erzählt, die schon ein bisschen älter sind, sagen wir, normalerweise kriegt man ja so eine Zahnspange als Teenie, hatte ich nicht. Aber viele denken, wenn man älter ist, kann man die Zähne gar nicht mehr korrigieren lassen. Aber das kann man tatsächlich in jedem Alter. Deshalb. Das finde ich auch unglaublich. Scheinbar lassen sich diese hemidesmosomalen Verbindungen, mit denen der Zahnhalteapparat den Zahn im Kiefer hält, tatsächlich sein Leben lang bewegen. Auch so weit, wie man will. Also technisch betrachtet, wenn das irgendeinen Sinn hätte, könntest du deinen vorderen Eckzahn zum Backenzahn machen. So ist das. Ein Wahnsinn. Ich kann meine Zähne zeigen. Die wurden jetzt nochmal so gereinigt, bevor die Klammer drauf kommt. Ja. Und den einen, ja. Das ist eine schöne Aufnahme. Sind die Zähne dann hoffentlich gerade, ganz gerade. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. So, mal versuchen ruhig zu halten. Ich weiß, das ist schwierig, aber der ist hier hinten noch ein bisschen lang. Mhm. Nicht, dass du dich piekst. Oh mein Gott, Leute, sie ist drinnen. Du hast jetzt eine Zahnspange. Ich habe eine Zahnspange. Es ist noch so ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich glaube, ich lispel auch so ein bisschen. Das geht aber weg. Das haben mir wirklich alle gesagt, dass das weggeht. Das geht wirklich weg, ja. Es ist jetzt tatsächlich ein sehr ungewohntes Gefühl, weil man so das Gefühl hat, irgendwie wurde Platz im Mund weggenommen. Aber auch daran gewöhnt man sich bestimmt so schnell. Ich erinnere mich daran, als ich meine Beißschiene bekommen habe, die ich ja jetzt nicht benutzen kann. Ich lispel. Nee, als ich diese Beißschiene bekommen habe, die ersten 3-4 Wochen damit zu schlafen, war echt eine Tortur für mich. Ich fand das so schlimm. Und jetzt habe ich die seit 3-4 Jahren und ich kann mir ein Leben ohne Beißschiene gar nicht mehr vorstellen. Das wird jetzt echt nochmal eine Umgewöhnung. Ich benutze die richtig gerne. Ich fand es auch mega gechillt. Also ich hatte von vornherein irgendwie keine Angst. Was aber auch daran liegt, dass die Ärztin, die mich da betreut, einfach so super ist und ich fühle mich da so, so gut aufgehoben. Wir haben auch eine Kooperation mit der Ärztin, allerdings läuft die eigentlich über Instagram. Ich möchte es euch aber hier trotzdem nochmal empfehlen, falls ihr aus dem Raum Düsseldorf kommt, weil sie ist einfach so, so toll. Ich fühle mich da einfach wahnsinnig wohl und ich glaube, das ist nicht bei jedem Kieferorthopäden so. Ich erinnere mich, du warst nie so happy, als du dahin musstest zu deinem. Nee, also der war zwar auch ein netter Mann, so ist es nicht, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, ich wollte keine Zahnspange haben und es war immer eine Qual und ätzend. Ja, wir verlinken euch die Praxis. Wir verlinken euch die Praxis in der Infobox. Ich bin in der Garage, wie ihr sehen könnt. Und mich gestoßen. Und habe jetzt folgende Aufgabe, auf die ich euch mitnehme, wenn ich denn drankomme. Und zwar befülle ich den Whirlpool neu. Das hat ja gestern nicht funktioniert, weil ein winziges Teil gefehlt hat. Nämlich dieses.
Jetzt habe ich es bekommen. Wir haben nämlich unterwegs schnell noch beim Baumarkt gehalten. Der Schlauch war nämlich zu kurz, um den Pool zu befüllen. Aber jetzt ist alles da. Und deshalb mache ich das jetzt mal eben. So, das einzige Problem, weshalb bis gestern nicht funktioniert hat, war das hier. Wenn alles im Leben doch so leicht wäre. Jetzt hatte ich im letzten Vlog ja auch bestimmt schon 10-mal gesagt, dass es mich überrascht, wie unfassbar schwierig die Handhabung von diesem Pool hier ist. Spinne. Der Pool ist jetzt halbwegs sauber. Jetzt befüllen wir den nämlich. Und dafür kann man auch nicht einfach Wasser reinmachen, sondern du musst hier diesen Mechanismus aufschrauben, dann den Schlauch hier rein tun und dann müsste es hier rauskommen. Wenn alles so stimmt, wie ich mir das gedacht habe. Aber naja, wir werden es sehen. So, jetzt geht es los. Hahn geht auf. Um Gottes Willen, wünscht mir, dass es funktioniert. Es muss jetzt hier erstmal durch diese 50 Kilometer Schlauch fließen, bevor es an der richtigen Stelle rauskommt. Deshalb mal gucken, ob das funktioniert. Oh mein Gott, es fließt rein, es fließt rein, es fließt rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yay, es funktioniert. Wir sind, wie man sieht, mittlerweile wieder zu Hause, haben schon lecker gegessen. Ich hatte meine ersten Essensreste zwischen meiner Zahnspange und ich bin total bescheuert, weil ich habe mich darüber gefreut. So, Henrik. Nein, ich habe nicht Henrik gesagt, ich sage nie Henrik. Ich so, Hähne. Hähne, ich habe die ersten Essensreste zwischen der Zahnspange. Ja, so, ja, toll. Nee, es geht, es geht. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich ein bisschen besser sprechen kann. Jetzt steht Folgendes an. Wir waren auf dem Nachhauseweg noch im Supermarkt. Haben ein, zwei Dinge, die wir vergessen haben einzukaufen, als wir Großeinkauf gemacht haben, gekauft. Und ich habe das mitgenommen. Kennt ihr bestimmt. Die habe ich für unsere beiden Schränke geholt. Ja, weil tatsächlich habe ich hier so ein, zwei Motten gesehen. Liegt wahrscheinlich allerdings auch daran, dass wir ständig jetzt abends alle Fenster aufmachen. Das Produkt entwickelt nach 14 Tagen seine volle Wirksamkeit. So lange. Okay. Schreibt mir jemand ernsthaft unter mein Kleiderschrank-Video. Du hast so viele Plastikbügel. Ich so, nein, ich habe nicht einen freaking einzigen Plastikbügel in meinem Schrank. Nicht einen. Oh Mist, das passt natürlich nicht. Irgendwo habe ich ein Loch. Okay, als nächstes. Als nächstes. Als nächstes. Wisst ihr, wie gemein Henrik ist, was er gerade zu mir gesagt hat? Der so, hey MF, hör zu. Ich so, MF? Hä? MF? Jetzt denkt mal drüber nach. Denkt einfach mal drüber nach, was das wohl bedeuten soll. Für was steht diese Abkürzung? Ich bin relativ schnell drauf gekommen. Aber ich kenne auch meinen bösen Mann in- und auswendig. Möchtest du die ganze Geschichte erzählen, wie das damals war, als du mich Brillenschlange genannt hast? Und Blindschleiche. Das war so liebevoll. So liebevoll. Du hast gesagt, halt die Fresse, MF, oder so. Nein, ich habe nur gesagt, hör zu, MF. Und das steht für Metallfresse. Was? Jetzt Metall in der Fresse? Ich habe mich einfach Metallfresse genannt. Du hast mich Blindschleiche und Brillenschlange genannt, als ich noch eine hatte. Ganz ehrlich, vielleicht in den ganzen Jahren 5-mal oder so. Nein, öfter. Und du hast jetzt so oft an einem Tag, in den paar Stunden, in denen ich die Zahnspange habe, irgendwelche Witze gemacht? Nein. Witze. Witze. Das nächste, was jetzt ansteht. Ich habe Henrik versprochen, dass ich seine Gardinen kürze. So wie ich das hier bei mir in dem Zimmer auch gemacht habe. Ich habe leider keine Nähmaschine. Und selbst wenn ich eine hätte, wüsste ich nicht, wie man damit umgeht. Aber das habe ich auch schon im alten Haus gemacht. Es gibt ja diese Klebestreifen. Und damit kann man die Gardinen ganz einfach umbügeln. Und das mache ich jetzt auch damit. Henrik wollte die auf dieselbe Länge haben wie bei mir. Allerdings hat er nicht diese Haken, die die Gardinen zurückhalten. Also die werden bei ihm einfach so straight runterhängen. Und er hat auch so einen schönen Stoff. Ich verlinke euch auch gerne mal unsere beiden Gardinen. Weil gerade nach diesen hier haben so viele gefragt,
Und für Gardinen sind die auch echt gar nicht so teuer. Die sind halt auch von Ikea. Also ich habe das Modell mal unten für euch gelassen. Ich fand es halt ganz schön, weil es eben nicht ganz, ganz schlicht weiß ist. Ich habe aber auch überlegt, ob ich die hier nehme, die die Henrik jetzt hat. Was mir hier nämlich besonders gut gefällt, ist der Stoff. Oh, das könnte eventuell flackern in der Kamera, aber das ist halt so ein richtig angenehmer, erstens Weißton, finde ich. Also es ist so ein Naturweißton. Ja, 100% Leinen, genau. Und das sah auch super schön aus. Das muss man bestimmt sehr gut bügeln. Deine Gardinen sind fertig. Wow. Willst du aufhängen? Ja. Wir haben übrigens hier auf der Seite überall die Rollos runtergelassen, damit so wenig Licht wie möglich hier reinkommt. Weil es so warm ist. Oh nein, Hunde bleiben draußen und gehen nicht mit ihren dreckigen Pfoten über Mamis, Hähnes Gardinen. Nein. Nein. Das sieht einfach jetzt schon so viel besser aus. Ja, das stimmt. Diese schwarzen Dinger waren nicht sehr vorteilhaft. Und das passt so super gut von der Größe. Ja. Vorhänge. Schön. Richtig gut. Hier haben wir eine Größe abgesteckt, sozusagen, um zu gucken, wie hier so ein Sofa hinpassen würde, das Henrik sich ausgesucht hat. Das Alex stelle ich heute noch auf eBay und muss das vorher noch gut putzen. Ich schwitze so sehr. Ich habe gekocht, nachdem wir wiedergekommen sind. Das war ziemlich warm. Dann war der Backofen an. Dann mit dem Dampfbügeleisen zum Bügeln. Und das bei 36 Grad Außentemperatur. Puh. Oh mein Gott, es ist ja schon 6:30. Mhm. Wie ist bitte wieder die Zeit vergangen? Alle so hörnlich auf uns, deine Metallfresse zu zeigen. Wie kannst du nur zu deiner Metallfresse Metallfresse sagen? Wir haben uns einiges an Möbeln rausgesucht, tatsächlich. Dauert jetzt aber lange, lange, bis die ankommen, ein paar Wochen. Ich glaube, bis Ende Juli. Eigentlich also geht das, was bisher bestellt wurde, kommt am 5., am 14. und am 15. Juli. Juli. Hm. Also okay. Gar nicht so lange. Das ist ja wirklich nicht so lang. Aber mal gucken, wir haben auch einige andere Sachen rausgesucht, wie da die Lieferzeit. Was kommt am 5.? Der Esstisch kommt am 5. Juli. Oha, echt so schnell. Ja. Wow, okay. Wie die Liegen sind, die neuen, weiß ich nicht. Und das zweite Dings für draußen kommt am 15. Oh mein Gott, wir haben so was Cooles bestellt. Wir haben für draußen so einen Hängekorb gekauft. Richtig cool. Also der steht an so einer Stange, weil wir hatten erst überlegt, ob man den vielleicht da irgendwo befestigen kann. Aber dann dachten wir, nee, wer weiß, ob das stabil genug ist. Und jetzt haben wir noch eine Alternative gefunden, die uns sogar noch besser gefallen hat. Meine Zunge tut weh. Ich glaube, man sieht nichts. Ah, gestern war ich noch mit Maya Gassi und ich habe dabei 2 Stunden mit meiner Mom telefoniert. Und habe halt sehr viel gelabert. Und ich glaube, davon ist sie etwas wund geworden, weil ich noch gar nicht an dieses Gerät gewöhnt bin. Gestern so alles super, alles voll cool. Und heute, au. Oh. Ich habe heute Morgen richtig schlauerweise Zitronenwasser getrunken. Zitrone, Wundestelle, keine gute Idee. Naja, Henrik meint 2-3 Tage und die Haut wird sich ein bisschen verändern, so wie wenn man Hornhaut bekommt, aber momentan tut es echt weh beim Reden. Ich hätte gestern nicht so lange labern sollen. Du musst heute mehr vloggen. Du kannst nicht reden, ich muss vloggen. Du musst vloggen, du musst den Laber. Aua. Den Labermann machen. Am besten, während ich mich schminke, stelle ich die Kamera auf und erzähle euch einfach 25, 30 Minuten am Stück was. Völlig randomly, was mir gerade durch den Kopf geht. Irgendwas. Naja gut, okay, also ich kann euch erzählen, ich schneide gerade ein Video, wie man sieht, aber diesmal nicht für den Vlog oder YouTube, sondern für Insta. Und ich muss mir das einmal zu Ende angucken, aber es ist schon so gut wie fertig. Ich find's ganz witzig.
solltet ihr euch fragen, was der Hund hier so genüsslich macht und so glücklich guckt, das liegt daran, dass gerade ein Ventilator angekommen ist und sie sich hier einfach mal den besten Platz ausgesucht hat. Wie immer. Oh, das ist gut. Bei uns ist übrigens gerade noch ein Paket angekommen, und zwar das hier. Das sind Dog Rocks, die kommen aus Australien, glaube ich. Das ist auf jeden Fall Vulkangestein und das tut man in den Napf vom Hund. Sehr interessant. Und die haben halt durch ihre Mineralität und Porosität so eine Art Filterfunktion. Auf der einen Seite reinigt das scheinbar das Wasser im Hundenapf. Und auf der anderen Seite, und das ist der Grund, weshalb wir die eigentlich gekauft haben. Nein, das ist kein Futterbaby. Binden diese Steine wohl Nitrat im Hundeurin, sodass sich der pH-Wert ändert und wenn Maya dann doch nochmal irgendwann bei uns in den Garten pissen sollte, nicht diese ekelhaften braunen Flecken entstehen. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Im Übrigen nimmt die Spannung hier kein Ende. Nach dem Ventilator und den Steinen, die Mayas Urin verändern, kommt nämlich jetzt noch eine enorme, enorme Geschichte. Ich richte das Internet ein. Way! Also, wenn ihr jetzt diese Spannung nicht aushaltet und dann alle abschalten müsst, das kann ich verstehen. Aber ich erkläre euch jetzt mal den Prozess. Im ersten Schritt habe ich den Router nämlich wieder angeschlossen. Der muss jetzt aber rebootet werden, weil, naja, so ist es nun mal nach dem Umzug. Und darauf warte ich jetzt. Es ist vollbracht, das Internet funktioniert und es ist sogar etwas schneller als es vorher war, was richtig gut ist. Voller Erfolg, jetzt muss ich nur noch das WLAN in allen mobilen Geräten, überhaupt in allen Geräten wechseln, die Passwörter neu eingeben, dann ist es aber fertig. Zeitsprung. Wir haben einen See in der Nähe gefunden. Na endlich! Das gefällt dir. Waren wir morgen ans Meer, Maus? Huh? Oh oh. Nur ein bisschen gepöbelt. Ein bisschen gebellt, hallo gesagt. Oh Gott. Das ist halt so niedlich. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Manchmal sieht das so aus, als würde sie schwimmen, aber sie schwimmt nicht. Sie traut sich nie so tief rein und läuft halt immer nur so ein bisschen im Wasser. Oh Gott. Oh. Das geht aber vorher für dich nochmal in den See. Das denkt sich auch. Auf mein Handtuch! Oh mein Gott. Ernst! Mein Handtuch! Oh. Nein, 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 nein! Ah. Wie kann dir Wasser oben auf dem Fell so viel Ärger bereiten, aber du gehst sonst immer freiwillig rein? Du komischer Hund. Ins Wasser mit dir. Lauf, Maya. Lauf. So, Leute, mittlerweile ist es 11 Uhr und ich bin echt müde. Herrchen und Frauchen wollten auch schlafen gehen. Die beiden waren heute wirklich anstrengend, du meine Güte. Ich habe gerade Gefresschen gehabt und meinen Hintern auf den Teppich gerieben. Damit ist meine Abendtoilette dann auch beendet und ich gehe jetzt in mein Körbchen. Also, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Guten Morgen in aller Frische. Zahnspangen-Update. Es ist so viel besser heute. Ich glaube, die Zunge ist echt schön verheilt über Nacht. Ich konnte sogar mein Zitronenwasser trinken, ohne dass es weh getan hat. Weil, nee, du meintest ja, du hattest so schlimme Zahnschmerzen und dann auch Kopfschmerzen von den Zahnschmerzen und so. Oder? Als du deine Spange hattest? Kopfschmerzen jetzt nicht, aber Zahnschmerzen ganz viele. Ja, ja, das stimmt. Immer wenn diese Drähte nachgezogen wurden, hatte ich immer Zahnschmerzen. Zum Teil echt heftig. Also, ich konnte dann auch nichts essen so für einen Tag. Mindestens. Manchmal zwei. Henrik hat mir voll die Horrorgeschichten erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Blog schon erwähnt habe. Ich muss meine Spange ein Jahr lang tragen. Ich glaube, hätte es jetzt nochmal deutlich mehr gedauert, hätte ich mich nicht dafür entschieden. Aber ein Jahr, denke ich, ist vertretbar.
Ich habe so viele Nachrichten von euch auf Insta bekommen. So, so viele, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Thema so krass doll interessiert, aber kaum so viel Feedback bekommen zu irgendwas, was ich gepostet habe. Und alle waren so ermutigend von wegen, ja, aber es sind die ersten 3-4 Tage, das ist ganz normal, dass man da so ein bisschen Schmerzen hat, man gewöhnt sich noch dran und bei dir ist es eh noch gut, weil, meintest du ja auch, ne, dass es bei dir viel schlimmer war. Ja, dass du überhaupt keine Zahnschmerzen hast, finde ich absolut erstaunlich. Also bisschen Druck halt so am Anfang. Gerade beim Einsetzen der Drähte. Ich glaube, es ist halt sehr abhängig davon, wie groß der Schiefstand ist. Wenn er natürlich nicht so groß ist, ist nicht so viel Bewegung in den Zähnen da. Klar, dass es dann nicht so sehr weh tut. Bei mir war Chaos im Mund. Chaos war so schlimm? Ja. Die Zähne sind zum Teil 90 Grad verdreht rausgekommen. Also. Wow! Sah furchtbar aus, ne? Sorry. Eigentlich ist es gar nicht lustig. Ich weiß aber auch nicht, was da so witzig ist. Ich kann so ein Hillbilly-Hähne denken. Mit so einer Mistgabel und so einem Hut. Von deinen verdrehten Zähnen. In einem anderen Leben vielleicht. Ich hätte dich trotzdem geliebt. Ja. Vermutlich. Wir hadern mit uns selbst, ob wir heute hier im Garten in der Sonne chillen oder ob wir ans Meer fahren. Gestern wollte Barbara unbedingt ans Meer. Dann wollte Barbara unbedingt gestern hier bleiben, was da auch der letzte Stand war. Und jetzt will sie wieder ans Meer. Oh Gott, ich freue mich so sehr. Ich habe das Meer so lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, es ist wirklich über ein Jahr her, als wir in Santorini waren. Aber wir haben jetzt einen, glaube ich, ganz schönen Hundestrand in Holland gefunden. Wir haben überlegt, fahren wir nach Belgien oder nach Holland, aber jetzt wird's Holland und dann gucken wir uns das mal an. Ich glaube, ich war noch nie auf einem Hundestrand. Outfit heute ist von Abercrombie komplett, also die Bluse und auch die Shorts. Ich trage eigentlich hauptsächlich Abercrombie oder Hollister Shorts. Ich schaue mal, ob ich die noch finde, dann verlinke ich sie euch, aber die haben eigentlich immer wieder so ähnliche. Genau, mein Bikini ist von H&M. Den hat mir Laura tatsächlich mal geschenkt. Und dann habe ich meine Birkis an. Du weißt schon, dass irgendwas los ist, ha? Huh? Ja.